Von zu Hause aus arbeiten, flexible Zeiteinteilung, kein Stau am Weg in die Arbeit, mehr Zeit für die Liebsten daheim und Ruhe von gestressten Kollegen. Das Modell des Homeoffice ist attraktiv für Mitarbeiter und Unternehmer. Wenn ein paar entscheidende Dinge von vornherein beachtet werden. Zunächst muss die Technik mitspielen. Langsame Internetverbindung oder alte Hardware frustrieren und sind Effizienzkiller. Und wenn etwas nicht klappt, dann brauchen Mitarbeiter rasch und kompetent die Hilfe des IT-Support. Am besten von Anfang an. Die Schwierigkeit hier ist, dass die Hilflosigkeit ist leider dann höher, weil man nicht die IT-Abteilung vielleicht im selben Haus sitzen hat oder seinen IT-Mitarbeiter, der dann einfach schnell rüberschaut. Das heißt, hier große Empfehlung natürlich in den ersten Tagen des Homeoffices, dass die den ersten Tag des Homeoffices, wirklich die ersten 2 Stunden dafür blocken, dass jeder genug Zeit hat, mit verstärktem IT-Support zu Hause diese technischen Infrastrukturen herstellen zu können. Da gehört nicht nur die Connectivity dazu, da ist man schnell dabei. Ja? Notebook zu Hause aufdrehen, breitbandiges Internet ist durchaus vorhanden. Wie das Notebook dann draußen im Homeoffice abgesichert ist, das waren eigentlich die großen Herausforderungen. Ja? Also nicht nur da den ersten Schwung zu bewältigen, dass man dem Unternehmer das Überleben ermöglicht hat durch Homeoffice-Lösungen, sondern auch die Awareness schaffen, dass man jetzt keine zentrale Infrastruktur mehr hat, sondern auf einmal dezentrale Infrastruktur hat, mit dezentralen Zugriffspunkten ins Internet. Zu funktionierender Technik gehört aber auch ein ruhiges Arbeitsumfeld. Denn die berufliche und private Trennung ist im Homeoffice schwierig genug. Gute Arbeitgeber nehmen Rücksicht auf Betreuungspflichten, wie zum Beispiel das Homeschooling der Kinder. Und ja, auch im Homeoffice muss man mit Krankenständen rechnen. Wer nicht fit ist, braucht Kollegen, die übernehmen können, auch dezentral. Flexibilität ist also auf beiden Seiten gefragt. Doch auch die darf Grenzen haben. Homeoffice ist nicht gleichbedeutend mit 24 Stunden Erreichbarkeit. Es ist eine neue Situation, es ist eine kurzfristige Situation jetzt auch gewesen. Also wir haben Menschen gesehen, die zum ersten Mal in einer 40-jährigen Laufbahn jetzt von heute auf morgen in eine Homeoffice-Situation geschickt worden sind. Die haben noch nie von zu Hause gearbeitet. Das ist eine Sondersituation und da braucht es eben zusätzlich, vor allem aus der Führungsetage, viel Empathie. Ich glaube, viele Unternehmen haben da erst umdenken müssen und haben dieses Vertrauen in die Mitarbeiter auch fassen müssen, dass Homeoffice nicht gleich Urlaub ist, ja, sondern dass dort ganz im Gegenteil die Produktivität sogar gesteigert wird, weil man einfach Ruhe hat und sich den Tag so einteilen kann, wie man möchte. Man muss als User aber auch die Disziplin haben, das Gerät einmal abschalten zu können. Ich gehe jetzt rein in mein berufliches Setting und ich gehe auch wieder raus. Also das ist vor allem eine mentale Aufgabe, dass ich mir, besonders wenn ich zu Hause am Küchentisch arbeite, wirklich sage, okay, jetzt ist Arbeitszeit, aber jetzt ist die Arbeitszeit auch wieder vorbei. Homeoffice ist also auch Unternehmenskultur und somit Chefsache. Wenn der Boss sich also schon wieder um 20 Minuten zu spät ins Online-Meeting einwählt, gibt er oder sie ein denkbar schlechtes Vorbild ab. Auf respektvolles Auftreten im Internet achten erfolgreiche Unternehmen sowieso. Egal ob E-Mail, Chat oder Videocall, der Ton macht die Musik. Dies gilt natürlich auch für das entsprechende Auftreten und die nötige Disziplin bei Online-Meetings. Ein Mindestmaß an Outfit sollte auch von daheim aus selbstverständlich sein. Auch wenn man manchmal nur mit einem Ohr dabei ist und nebenbei ganz viele wichtige andere Dinge zu tun hat, sollte man als Teilnehmer die Spielregeln für Videokonferenzen mittlerweile kennen. Dass man sich mutet, wenn man selber nicht redet, und diese Funktionsweisen und Tools quasi nutzt. Ich kann mit einem Klick quasi mich aufzeigen und mich quasi melden, dass ich als Nächster an der Reihe bin. Das ist definitiv etwas, also quasi Diskussionskultur, weil total oft hat man natürlich diese, wer hört mich, wer hört mich nicht, du bist gemutet, du bist auf Stumm geschalten. Ja. Das gehört heutzutage, also nach 8 Monaten Homeoffice, definitiv zum guten Ton. Bleibt noch der Aspekt der IT-Sicherheit und des Datenschutzes. Vertrauliche Telefonate sollten auch daheim vertraulich geführt werden können.
Wer Firmendaten auf externe Datenträger speichert, muss auch gewährleisten, dass diese nicht in andere Hände kommen. Eine Clear Desk Policy gilt auch in den eigenen vier Wänden. Ebenso wie grundlegende Maßnahmen der Cybersicherheit wie das Sperren des Arbeitsplatzes beim Verlassen und vieles mehr. Man weiß letztlich nie genau, wer aller Interesse an dem Arbeitsplatz hat. Na, es gibt leider nicht das eine Tool, das mir Sicherheit gewährleistet. Die Angriffsvektoren sind heutzutage so groß und so breit, dass eine Software oder ein Hardware-Stück das nicht mehr bewältigen kann. Im Homeoffice ist natürlich die Absicherung des Endgerätes sehr, sehr wichtig. Also Antivirus ist, glaube ich, so und so Stand der Dinge seit den letzten Jahrzehnten, würde ich mal fast sagen. Der nächste Schritt ist Endpoint Security, also auch schauen, sind Updates am PC vorhanden, vielleicht nicht nur, welche Signaturen kann ich abfragen über Antivirusprogramme, sondern welche Schwachstellen gibt es und gibt es Datenverkehr oder E-Mails, die irgendwie sonderbar sind. Also da gibt es sehr gute Lösungen am Markt. Es behindert enorm, wenn man zu Hause nicht auf alle Programme, alle Daten aus Sicherheitsgründen zugreifen kann. Auch hier braucht es ein gewisses Umdenken, ein gewisses Einlassen auf die neue Situation, auch von IT-Security-Seite, damit man arbeitsfähig bleibt. Also wir haben durchaus Beispiele gesehen, die nur eingeschränkt arbeitsfähig waren, aufgrund von gewissen IT-Beschränkungen leider, aber auch sehr viele Beispiele, wo im März, mit Mitte März oder eigentlich Ende März schon eine neue Regelung ausgerollt worden ist, auch in größeren Unternehmen, die das möglich gemacht haben. Aber es ist ein wichtiges Thema.